Wort ist Eva Maria Holzleitner. Die Kollegin Purcella angesprochen hat, die Frauenhelpline ist die wichtigste erste Anlaufstelle. Und ich möchte Sie hier einblenden, damit es auch in der TV-Übertragung wirklich vermehrt sichtbar gemacht wird. Alle, die von Gewalt betroffen sind, insbesondere Frauen, Mädchen, Familien, können sich an diese Nummer wenden. Bitte nehmen Sie dieses Angebot an. Es ist für Sie zur Verfügung und kostenlos. Machtverhältnisse sind weder geschichtslos noch geschlechtsneutral. Das hat Johanna Donald schon festgestellt. Und wenn wir über Femizide sprechen, über Gewalt an Frauen, werden diese Machthierarchien besonders sichtbar. Deshalb ja, wir begrüßen die Initiative für den Ausbau von Schutzwohnungen und Frauenhäusern, auch durch Bundesmittel, insbesondere, weil wir diese Woche erneut einen Femizid zu betrauern haben. Die autonomen Frauenhäuser Österreichs zählen in diesem Jahr 13 Femizide und 22 Mordversuche bzw. schwere Gewalt gegen Frauen allein in diesem Kalenderjahr. Eine schockierende Zahl und unser aller Mitgefühl gilt den Hinterbliebenen, den Freundinnen und Freunden, den Familien. Das veranschlagte Geld aus der 15a-Vereinbarung ist leider dringend notwendig. Die Istanbul-Konvention, gerade jenes Übereinkommen, das Frauen und Mädchen vor Gewalt schützen soll, ist noch nicht vollumfänglich in Österreich umgesetzt. Ein Schutzplatz, ein Frauenhausplatz für 10.000 Einwohnerinnen. Das wäre die Zahl, die wir erreichen müssten. Das erreichen wir aber in vielen Regionen noch nicht. In Braunau wurde erst kürzlich das Renate-Mann-Frauenhaus eröffnet, ein wichtiger Meilenstein. Auch in Perg ist durch die Initiative unserer Abgeordneten Sabine Schatz ein Spatenstich in wirklich naher Voraussicht. In Wien wurde ein fünftes Frauenhaus eröffnet, auch mit Schwerpunkt auf junge Frauen. Und auch in anderen Regionen tut sich etwas, wie beispielsweise Tirol. Aber wir sind noch nicht dort, wo wir hin müssen. Und deshalb ist dieses Geld, das jetzt hier investiert wird, extrem wichtig, weil wir sehen in anderen Bundesländern, in Salzburg, wo leider die NEOS hier mutwillig gute Strukturen aufgebrochen haben, zerstört haben und Expertinnen bewusst sagen, dass die Versorgung nicht ausreichend sichergestellt werden kann. Wenn Sie mit Frauenhäusern in den umliegenden Regionen sprechen, dann werden Sie wirklich auch die Einschätzung, dass die Versorgung nicht mehr in dem Ausmaß sichergestellt werden kann, in Salzburg auch mitgeteilt werden bekommen. Und das ist ein großes Problem, weil gerade eben die Studie, die auch von Kollegin Purcella angesprochen worden ist, uns das zeigt. Frauen, Opfer von Femiziden, haben sich noch nicht an die Einrichtungen zuvor gewandt. Und das, obwohl wir gute Einrichtungen haben. Bitte wenden Sie sich an die Gewaltschutzzentren, an die Frauenberatungsstellen, die einen wesentlichen Beitrag zum Gewaltschutz in Österreich auch hier wirklich erfüllen. Es ist aber an dieser Stelle leider auch notwendig, etwas Kritik zu üben. Was bei dieser Pressekonferenz auch betont wurde, ist, dass die Regierung noch immer säumig ist in der Umsetzung der Gewaltschutzambulanzen. Und wir wissen, die Dokumentation, die korrekte Dokumentation von Gewaltausübung ist wesentlich, wenn es um Verfahren geht, wenn es um Anzeigen geht, wenn es um Schritte gegen Gewalttäter geht, ist die korrekte Dokumentation wesentlich. Und die Regierung ist hier 1,5 Jahre säumig, das umzusetzen. Hier braucht man nicht, Frau Ministerin, von Schnellschüssen sprechen. 1,5 Jahre zur Vorbereitung ist kein Schnellschuss. Wir wollen hier einen konkreten Plan, wann diese Gewaltschutzambulanzen auch tatsächlich umgesetzt werden können. Und ich muss es an dieser Stelle auch betonen, gut, wenn sich Frauen an die Einrichtungen wenden, an die Polizei wenden. Aber wir brauchen auch eine ausreichende Basisfinanzierung für Frauen- und Mädchenberatungsstellen, die in vielen Regionen trotzdem noch ums Überleben kämpfen. Und wir brauchen einen dauerhaften Krisenstab der Ministerien mit Expertinnen und Experten, um gerade diese Entwicklungen im Bereich des Gewaltschutzes auch kontinuierlich zu monitoren und auch darauf eingehen zu können. Das wäre wesentlich. Weitere Schritte. Heute stimmen wir dieser 15a-Vereinbarung zu, ein weiterer Schritt im Bereich des Gewaltschutzes. Aber jede Frau, die ermordet wird, ist eine zu viel.
Eva Maria Holzleitner mit einem Appell an die Frauen, sich an die Gewaltschutzzentren zu wenden. Die Regierung sei immer noch säumig in der Umsetzung der Gewaltschutzambulanzen. Die Regierungsvorlage dürfte im Plenum gute Chancen haben. Im Gleichbehandlungsausschuss haben die Abgeordneten einhellig dafür gestimmt.